Alter, übel, so, Achtung Helfer, Achtung Fahrer, innerhalb der nächsten Sekunden. Sabine. Stopp. So, zweites A-Finale, zweibedingt Qualifying. Das war ja vorher schon eine absolut spannende Kiste. Vorneweg der Michael-Wittmeier mit der 1 gefolgt und mit der 2 von dem Sven-Swift und der 3. Vorher schon einige Führungswechsel, die da sehr, sehr spannend waren. Jetzt aber der Michael hier mit einem sauberen Start mal ohne Probleme vorne gekommen. Direkt gefolgt von Patrick Müller und dem Sven Zitt. Oh, der legt sich hier gleich mal ab. Verliert dann seinen dritten Platz an den Moritz Lautenbach. Aber vorweg, Michael Wittmeier gefolgt vom Patrick Müller. Die erste Minute ist rum, 4 Minuten sind noch zu fahren. Bei dem nächsten Wartungsstart hat er Michael Mutterschütz erwischt, der vor der Hauptgangsfahrt in der Bau war. Stadt Nummer 4, 2,6 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten. Aber der Michael hat uns alles wieder überrundet. Alles für den Teil gewinnen, er kommt sauber durch. Der Abstand auf den Zweitplatz hin, das ist mittlerweile auf 5,8 Sekunden angewachsen, hat es gerade eine Runde gehabt, hat es hier über 3 Sekunden verloren. Und das gibt natürlich den Moment mit der Startnummer 4 die Möglichkeit, hier wieder mit dem Moment zu fahren. Und dann schon gucken, wo der zweite Trinkplatz für sich befindet. Das sind zwei Neon-Gelb-blaue Fahrzeuge. Ah, der Patrick kommt jetzt gerade die gerade runter, der Moritz auf der Verfolgung. 7 Sekunden hat der Michael schon Vorsprung auf den Zweitplatz hin. Das heißt also, wenn er jetzt hier so weitermacht, die letzte Minute und diese fehlerfrei abspielt, dann hat auch er hier schon den Tagessieg sich geholt. Und auch Patrick hier mit einem Fehler jetzt der Moritz Lautenbach auf der zweiten Position. Der Patrick hat seinen zweiten Platz verloren. Jetzt auch der Moritz mit einem Fehler. Der zweite, der Rückplatzierte jetzt beide ganz dicht beieinander. Über den großen Sprung. Oh, da legt sich der Patrick wieder ab. Und jetzt wieder vorne weg. Die letzten 30 Sekunden laufen. Michael Wittmeier nach wie vor in Führung. 14 Sekunden, das ist fast die ganze Runde hier, weil es vorne ist. Wir haben ja 200 Rückplatzierte, das gibt es ja nicht gekämpft haben. Aber der Abstand Moritz Lautenbach auf 2, Patrick Müller auf 3,
Abstand der beiden zueinander. 30 Sekunden mit allen beiden mittlerweile runter und da fliegt der Patrick in die Hügel vorbei. Damit ist der Mann deutlich vorne. Und jetzt geht die ganze Geschichte sein Ende entgegen. Die letzten Meter für den Michael Mittmeier.